Square Enix und PopCap und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute möchten wir uns die Romancer anschauen, welches ein RPG-Puzzlespiel darstellt und das Ganze im Twist-Format. So, aber das und viel mehr werden wir noch in-game in diesem Tutorial auch erfahren. Also denn, auf sie mit Gebrüll, würde ich sagen. So, und nun sind wir schon auf dem Startfelde sozusagen. Ihr seht schon, das Ganze sieht ein wenig anders aus als ein normales Puzzle. Ich suche ja auch immer gerne Puzzle raus, die nicht so immer das Standard sind oder immer das Gleiche, sondern möchte ja hier auch verschiedenste Arten und Weisen des Puzzles auch darbieten und euch vielleicht gar zeigen für diejenigen, die es noch nicht kennen, logischerweise. So, dieses Tutorial erklärt die Grundlagen des Gyromancer, ja, es ist Englisch, Kampfsystems, man kann es natürlich auch Denglisch aussprechen. Das Auswählen der vier Juwelen mit dem Ring-Cursor, ah ja, okay, interessant, lässt sie um Uhrzeigersinn rotieren. Dazu kann man auch Twist sagen. Ja. Versucht die vier Juwelen, blablabla, Ring-Cursor jetzt zu drehen. Das tun wir auch und wir sehen jetzt, dass es eine schöne Dreier-Match-Kette ergibt, die natürlich wie in jedem anderen Puzzle auch entweder waagerecht oder diagonal verlaufen kann. Diagonal, horizontal oder eben diagonal oder waagerecht und senkrecht. Aber na gut, mischen wir doch einfach mal alles zusammen, rühren es um, mal gucken, was rauskommt. So. Wenn du drei zusammenkriegst, dann lösen sie sich auf, derselben Farbe natürlich und so weiter und so fort, wie man es aus jedem anderen Puzzle auch kennt. So, aber nun kommen wir zu anderen Dingen. Und zwar haben wir hier den Kraftkäfer gegen einen Stein. Und der Aktionsbalken des Kraftkäfers sehen wir unten, die Speerladung, füllt sich natürlich. Aber wir sollten eigentlich dieses Gelbe hier oben sammeln, möglichst, wenn vorhanden. Ja, also ich würde mal sagen, alle diejenigen, die schon Marvel Puzzle Quest gesehen haben, dürften dieses System ruckzuck auch verstehen, nur dass es eben mit dem Twist ist, anstatt einfaches Geschiebe der Steine. So, jede Bestie hat eine Affinitätsfarbe und diese ist bei uns gelb. Ja, hier ist ein Ding. So, jetzt drehen wir das Ganze hier, haben die drei gelben und damit lädt das die Aktion quasi oder unser Angriff wesentlich schneller auf, anstatt wenn wir andere Dinge tun. Ja, was denn? Ich bin doch hier. Du bist da. Alles ist wunderbar. So, deine Kettenlevel hat sich erhöht. Das bedeutet, wenn wir jetzt hingehen und machen, wie wir es jetzt gerade getan haben, eins nach dem anderen, quasi hintereinander weg, ohne Pause, dann erhöht sich hier unten die Zahl von 1 auf 2 und so weiter. Dementsprechend zählen unsere Züge höher. So, also sprich, dementsprechend lädt sich die Aktion etc. wesentlich schneller auf als so. Ja, genau das gleiche steht da oben jetzt auch im Textformat, könnt ihr euch gerne durchlesen. Sudele, jetzt sagt er, wir müssen diesen hier ziehen. Beim Tutorial ist ja mal so, wir müssen das machen, was er sagt, und natürlich können wir auch mehr als drei zusammenziehen, wir können nämlich bis zu 5. Das Allermaximalste bei solch einem Puzzle ist eigentlich die 6, weil das ist die höchste Konstellation, die man machen könnte, theoretisch. Wobei ich glaube, mit diesem Zahnding hier, das wird nichts, außer es fällt zusammen oder so. So, ja, wir sammeln jetzt das Ganze
Und nun erstell bla bla, Keks blub. Jetzt können wir uns hier frei bewegen und ich würde gerne diesen gelben hier oben machen mit dem grünen zusammen und jetzt den roten Vierer. Jetzt habt ihr gesehen, dass dieser Aktionsbalken quasi unten voll war mit der Sperrladung. Diese wird jetzt einfach auf das Spielfeld und auf einen Stein gelegt. Und zwar hier ganz unten rechts seht ihr auch, dass der Stein ganz unten links auf dem Spielfeld sehen wir, dass der Stein hier unten am Rudeln und Zischen ist, so ungefähr. Jetzt könnten wir natürlich eine Ausnahme machen und bewegen einen Stein, ohne aber eine Reaktion hervorzuheben. Wie diese zum Beispiel, dass es matcht. Und dementsprechend fällt hier unten unsere Level quasi, der Aufladung. Und jetzt haben wir gesehen, es macht einen Blitz und damit haben wir schon den Stein geschlagen. Weil er hatte nur 200 Punkte. Dementsprechend ist er auf 0 Punkte gefallen und wurde besiegt. So, nichts anderes hat der Text da oben jetzt auch gesagt und wir wollen dann mal weiterschauen. Möchten wir das Tutorial nochmal spielen? Ich glaube nein. So, und jetzt kommen wir so ein bisschen zur Storyline und ein bisschen Gelegge, weil wir hinterher auch am Rendern sind, ne, OBS, ich hab dich auch lieb. Nur dieser Rechner und OBS, die vertragen sich absolut nicht, ich weiß nicht warum. Es ist ein Quad-Core drinne und alles, und trotzdem, es leckt bis zum Umfallen teilweise. Ich weiß, ihr habt jetzt ein Standbild, aber... ich werde jetzt kurz abwarten, bis er durchgerendert hat. In der Zeit könnt ihr ja diesen Text wunderbar lesen. Für all diejenigen, die so wie ich selbst auch Legastheniker sind, ist das, denke ich mal, nicht so das Problem. So, jetzt hat er aber auch schon durchgerendert und jetzt können wir weiterkommen. Allerdings, neue Pfade, gibt es hier natürlich noch mehr Storyline. Und zwar sind wir Revel. Seit Urzeiten brütet es in diesem jungfräulichen Leck mich doch am Fuße Wald. Ja, so viel zur Legasthenie. Er kennt weder Eisen noch Stahl. So, Spielstart. Und damit sind wir jetzt quasi halbwegs freigegeben. Du kannst dich frei auf der Karte bewegen. Wenn du auf der Karte mit einem Symbol in Berührung kommst, beginnt ein Kampf oder ein Videosequenz wird abgespielt. Daher rendern wir nochmal durch. Wunderbar. Daher ist es klug, den Hilfetext deines Ziels zu prüfen, bevor du dich auf den Weg machst. Okay. Jetzt müssen wir kurz abwarten, bis er durchgerendert hat. Mal wieder. Ich weiß nicht, warum der das immer schnellere Etappen macht. Aber egal. Machen wir es eben an. Beginn, indem du auf der Karte nach Norden gehst. Ja, woanders können wir auch nicht. Du kannst diesen Abschnitt nicht verlassen, bevor er abgeschlossen ist. Ja, wollte ich auch nicht. So, kleine Info am Rande, das Ganze ist auch mit den Cursern steuerbar. Ich finde die Steuerung ein bisschen schlecht gelungen mit Cursor. So, Totenkopf-Symbol, stellen Feinde dar. Wenn du eines dieser Symbole berührst, beginnt ein Kampf. Okay. Zu Beginn eines Kampfes musst du eine der drei Bestien von Revel auswählen, die für dich kämpfen soll. Also so ein bisschen wie Pokémon, nur kann man die Teile nicht wechseln, sondern man muss den Kampf mit dem einen bestehen. Grundsätzlich regeneriert sich die im Kampf verlorenen HP einer Bestie nicht. Solange bis du die Karte verlässt und wieder rendern tust. Eine Bestie mit 0 HP kann nicht beschworen werden. Also wir können sie nicht wieder benutzen,
bevor sie wieder HPs besitzt. Und sie regeneriert auch nicht. So. Überprüf die HP einer Bestie, bevor du sie beschwörst. Ja, also derzeit sind unsere Bestien, drei an der Zahl, die wir haben, voll mit HP und allem Pipapo. Wir nehmen jetzt erstmal den Kraftkäfer nochmal in unserem ersten Kampf. Hier können wir nochmal sehen, wie stark die Schläge sind, etc. Und treten gegen ein Kate Size oder so ähnlich an. Und ja, okay. Dann würde ich sagen, let's battle. Nutz die Fähigkeit, die du im Tutorial gelernt hast, um deinen Gegner zu besiegen. In einem echten Kampf werden Gegner mit eigenen Fähigkeiten angegriffen. Erstellt Sätze aus Juwelen in der gleichen Farbe der Affinität deiner Gegner, um ihre Aktionsanzeige am Füllen zu hindern. Dies bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Grün etwas zusammenfügen täte, würde das ihn verhindern, quasi, dass er weiter Grün... Ja, es zieht ihm ein bisschen an dem Ladebalken ab, in dem Sinne. Und damit haben wir ihn schon ein wenig am Laden gehindert. Er allerdings ist relativ voll. Wenn sich die Aktionsanzeige deines Gegners füllt, erscheint ein Totenkopf-Countdown-Juwel. Also wie gesagt, ist ziemlich Marvel-Puzzle-technisch, vom System her auch. Wenn der Zähler 0 erreicht, wird die Fähigkeit des Juwels ausgelöst und deine Bestie erleidet Schaden, logischerweise. Versuche, das Juwel zu zerstören, bevor dies passiert. Ja, das klingt doch alles sehr logisch und sinnig, würde ich sagen. Danke. So. Ich freue mich schon auf Schneiden. Jetzt müssten wir allerdings schnellstmöglich das Ganze lösen, bevor seine Fähigkeit da aufflammt und uns dann noch ins Jenseits befördert oder ähnliches. Jetzt haben wir unsere Fähigkeit gelöst und dementsprechend haben wir diesen Blitzschlag quasi ausgeteilt. So, wo haben wir noch ein Match? Das wäre sehr toll. Oh, sogar ein Vierer. Das bedeutet natürlich, dass er ziemlich viel auch einstecken muss, der Gute. Ah ja, aber er hat trotzdem aufgeladen. So. Und wir haben nochmal einen Vierer gemacht. Und damit ist er auch schon besiegt. Yay! So, und jetzt kommen wir zum RPG-Teil. Wir bekommen Experience-Punkte, 160 Punkte an der Zahl, Gyro-Bonus, 8 Punkte und nächste Level brauchen wir 132 Punkte und wir leveln uns quasi hoch mit Skills und so weiter. So, bla bla bla, genau das sagt dieser Text nämlich jetzt genau aus, das was ich soeben gerade erzählt habe. Deswegen mache ich ihn einfach mal weg. Du hast die Münzen gefunden. Yay! Du hast deine ersten Münzen gefunden. Ja, das waren wohl die ersten. Wenn du einen Abschnitt verlässt, werden alle Münzen in Gil umgewandelt. Jede Münze ist eine bestimmte Menge Gil wert, weshalb sie schwer zu finden sind. So, aber was das Gil und so weiter auf sich hat, dazu kommen wir später. Und hier haben wir so eine Art Regenerationsbrunnen. Einige HP deiner Bestien wurden geheilt. So.
So, und jetzt stürzen wir uns aufs nächste Monster. Allerdings möchte ich ihn hier jetzt mal nehmen, den Frostavis. Der hat auch zwei schöne Attacken. Ja, doch, gerne. Gehen. So, dementsprechend hat sich jetzt aber auch, muss ich sagen, Stein geändert, auf den wir achten sollen, hier oben links. Und zwar sind es diesmal die grauen und nicht die anderen. Nee, das geht alles so nicht. Aber wir haben ein Doppelmatch hingekriegt und jetzt haben wir einen Fünfer um die Ecke gemacht. Das ist doch schon mal alles sehr, sehr schön. Und noch ein Vierer hinterher. Hi, Witzka. Geht ja gleich hier schön rund. So, dann Blau und Gelb zusammen. Ja, wo sehen wir noch etwas? Hier oben das Grüne. Und das Rote hinterher. So, und mit den grauen Steinen laden wir jetzt ja schneller. Heidi Witzka. Ohlala. Jetzt hat man der Gegner zurückgeschossen. Das war nicht nett. So, aber wir sehen schon, wir haben hier mehrere aktive Steine, die wir auch nutzen können. Ja, komm, noch 25 mal um die Ecke. So, jetzt haben wir es aber genutzt. Und dementsprechend konnten wir jetzt eine Gegenattacke machen und haben gewonnen. Allerdings ist unser Frost ein wenig, lediert, würde ich sagen. Yay! Und damit haben wir Level 2 erreicht und sind natürlich in unseren Skills ein wenig gewachsen. So, jetzt will ich wieder nach unten gehen, um den Pool nochmal zu nutzen. Weil jetzt haben wir wieder volle HP mit allen Monstern und können uns dementsprechend dem Ende von diesem kleinen Tutorial schon fast nähern. Du hast den Gyro-Code Roter Drache gefunden. Reise zu Beschwörerhöhle, um sie zu beschwören. Das kommt aber erst später. So, sammle Gyro-Code, um bei der Beschwörerhöhle neue Bestien auszuwählen. Ja, ich wähle mich auch ein. Viele Bestien haben unterschiedliche Fähigkeiten und Affinitätsfarben. Ein großes Auswahl an Bestien zu haben, kann den Ausgang des Kampfes bestimmen. Ja, logischerweise, umso mehr Auswahl wir an Bestien haben, umso besser können wir das auch auf den Feind abstimmen. Das große Skelett stellt den Boss des Abschnittes dar. Dieser ist die letzte Hürde, um den Abschnitt zu beenden. Kämpfe mit jeder Bestie, um zu gewinnen. Ja, das wären wir doch glatt. Es hat den Anschein, schnellere Füße hätten mich um meine Beute gebracht. Okay. So, Enemeniste. Ja, ich nehme mal den dritten im Bunde. Aber jetzt haben wir dieses schöne Teil. Damit können wir unsere Bestien nochmal verstärken. So, das bekommen wir später auch öfter mal frei wieder. Und hilft natürlich sehr enorm bei einem Bosskampf. So, diesmal müssen wir wieder Gelb sammeln mehr. Im Grunde. Und er hat die orangene Farbe. Hm.
Nein, ich wollte das drehen. Danke dir. Naja, verdreht und zugenäht. Oder so ähnlich. So. Und dazu noch rot und gelb. Das tut richtig gut. Und wir sehen schon, er ist ziemlich aufgeladen, der Gute hier. Das ist nicht gut. Wir sollten unbedingt mal Orange oder so langsam kriegen. Um ihm am Laden ein wenig zu hindern. So, und er sendet gleich zwei Sachen aus. Ein Steinhagel und ein Steinhagel. Ist ja Steinhagel voll hier. So. Wir konnten die Aktion von ihm allerdings vorher stoppen und jetzt haben wir selber eine gemacht, die doch durchaus sehr effektiv war. Jo, Also mit Gelb sehe ich jetzt hier relativ schlecht. Nehmen wir erstmal das Blaue hier gleich. Ja, es leckt leider, wie schon zuvor gesagt, ein wenig ab und zu. Warum? Ich habe keine Ahnung. So, ja, hier bekommen wir nochmal Gelb zusammen. Das ist sehr schön. Dann den roten. Pink ist ein bisschen blöd gerade gelegen. Allerdings muss ich sagen, dieses auch. So, da haben wir wieder ein Kambo hingekriegt. Das ist ja schön und feierlich. Aber, ja. Jetzt müssen wir hier... Ah, da ist eine schöne Farbe. Damit können wir seine Ladung ein bisschen abschwächen. Und mit dem blauen schießen wir nochmal. Wunderbar. So, jetzt hat er noch 30 Punkte und wir haben 1800. Das ist sehr gut. Stören ihn wieder ein wenig beim Laden. Aber es hat nicht ausgereicht. Oha, oha. Das sieht gar nicht so gut aus. Okay, jetzt durfte er sich mal wieder wehren. Ein Stein ist auf dem Spielfeld erschienen. Ein Stein ist ein Juwel ohne Farbe. Daher kann er nicht durch Erstellen eines Satzes entfernt werden. Aktiviere ein Fähigkeitsjuwel, um ihn zu entfernen. Also wir können ihn nur wegschießen oder sonstiges. Das ist nicht so gut. So. Müssten wir hier auch langsam mal so ein bisschen zum Abschluss kommen, des Ganzen. Aber wir haben einfach viel zu wenig Geld da. So, wir müssen nämlich auch laden. Ja, ja, ja. Macht echt richtig Spaß mit diesen Lecks ständig. So, Lille, jetzt kann es auch mal wieder weitergehen. Ach ja, ich liebe es, wenn der Rechner schon bei solch einem schwachen Puzzle gedönst. Einfach mal so in die Knie geht. Aus Jux und Dollerei oder so. Keine Ahnung. Aber egal. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Mich durchaus. Ja, aber was soll man machen? So.
Ja, ich weiß, du bist auf 1 runter, aber ich kann dich nicht abwehren. Okay, dann gibt uns noch einen dicken, schönen Hieb. Ah, der war nicht schlecht. Ja, das war doch mal richtig dolle, Frau Holle. So, und damit haben wir dann doch diese Schlacht wieder gewonnen. Yay! So, bekommen wir unsere XP und so weiter. Aber was jetzt noch neu dazu kommt, ist, dass wir... Okay, ist ja gut. Dass wir diesen Abschnitt jetzt erfolgreich bestanden haben. Das hat länger gedauert als gedacht. Ja, da kann ich mal wirklich zustimmen. Die sind uns entwischt. Ach, so ein Mist aber auch. Oh! Laska! Ihr? What? Ihr seid der legendäre Zauberer Rivel! Ardei! Oder nicht? Glaub schon, oder? Ob legendär oder nicht, das kann ich nicht bezeugen. Aber Rivel Ardei ist mein Name, ja. Ich bin Laska Terrado. Okay. Mein Befehl lautet, euch bei der Fahndung zu unterstützen. Yay. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie Xera oder so, die Dame. Unterstützen, sagt ihr? Ihr nennt das Einkommen unserer Beute unterstützen? Ich? Es tut mir leid. Ich werde in Zukunft mehr Acht geben. Dann werde ich in Zukunft ein Auge auf eure Heldentaten werfen. Verspottet mich nicht. Oh, das wollten wir nicht. Vielleicht sollten wir uns auf unsere Jagd konzentrieren. Sie können noch nicht weit gekommen sein. Geht voran, guter Ranger. Rangerin, aber naja gut. Bitte nennt mich Laska. Okay, Alaska. Ja, oder weiter. So, Abschnitt abgeschlossen. Yay! Haben wir quasi die erste Welt verlassen, den ersten Abschnitt. Dein Fortschritt hat einen neuen Abschnitt freigeschaltet. Schließ dich mit neuen Missionen markierten Abschnitten ab und voranzuschreiten. Ja, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn mehr. Aber lest es selber durch, dann macht es bestimmt auch Sinn, dieser komische Text. So. Ich werde ihn einfach mal ein bisschen länger stehen lassen und euch Zeit geben und mal ein Schlückchen trinken. Prosti! Ah, so, mit trockener Kehle redet sich's eh so schlecht. So, nun haben wir aber einmal eine neue Mission in den Dämonenwäldern oder Wald. Und wir haben Beschwörerhöhle. Dort gehen wir jetzt erstmal hinein. Und hier finden wir alle unsere Monster quasi wieder, die wir beschwören können. Und auch die neuen Monster, die wir noch nicht beschwört haben. Und dieser Wurmdrache ist nun neu, den können wir beschwören. Jawohl. Und hier unten haben wir unser Set quasi der Karten, die wir mitnehmen in die neue Welt. Und legen ihn darauf. Ja. So, und schon haben wir jetzt diesen Drachen dort und können die neue Mission starten. Diesen Abschnitt betreten, jawohl, ja.
Kräftiger Junge. Laska. Was ist das? Ich dachte... Moment, sorry. Ich dachte, ich hätte einen kleinen Jungen gesehen. Gut erzogen. Vielleicht ein junger Adliger? Ich kann niemals sehen. Niemanden sehen. Niemals ist auch gut. Dies ist wahrlich nicht der Ort, an dem ich ein herumstreifendes Kind erwarten würde. Das ist wahr. Es muss wohl zweifellos das Licht gewesen sein, das mir einen Streich gespielt hat. Verzeiht, mein Herr. In diesem Wald ist zu dieser Jahreszeit alles möglich. Ja, auch dass der Rechner wieder rumstockt, das kann durchaus vorkommen. Es ist besser, wenn wir Christ, whatever, und die Dummköpfe der Temperanze fangen, bevor der Wald uns nicht mehr hinauslässt. Wir sollten uns beeilen. Ja, dann. Husch, husch. Oha, und ihr seht, das ist eine recht große Region. Dies ist das Ziel, wo wir letztendlich hin müssen. Und dort starten wir. So, Lille. Und da treffen wir natürlich direkt aufs erste Monster. Übrigens, diese Holzbarrikaden sind auch wirkliche Barrikaden. Die kann man nicht irgendwie umgehen. Roter Drache. Okay. Wird auch empfohlen. Roter Drache, Max Level 7. Eine Kreatur mit scharfen Klauen und Feueratem. Okay, schöne Erklärung. Ja, lasst uns kämpfen. Die Kompatibilität deiner Bestie und der Affinitätsfarbe deines Gegners bestimmt die Aurenwerte. Okay. Die richtige Affinitätsfarbe gibt deiner Bestie zu Beginn des Kampfes eine positive Aura. Vor dem Kampf zeigt der Pfeil über dem Affinitätsjuwel an, wie gut die ausgewählte Bestie zu der Affinität deines Gegners passt. Das war das mit dem Pfeil nach oben. Bestien mit passender Affinität zu beschwören kann einem Kampf viel leichter machen. Okay. Und wir sehen schon oben diese Schilder. Wir haben quasi Angriff plus 3, die Macht, und Rüstung ebenfalls plus 3. Und der Gegner hat dasselbige eben im Minusbereich. Das sind dann die Auren, so gesehen. So, fangen wir mal kurz mit Gelb an. Hier müsste eigentlich auch eine Konstellation gehen, und zwar so. Und einmal Rot, bitte. Oh, er hat uns eine minus 1 Herz gegeben. Damit... Ah ja, da steht auch schon wieder was für. Eine Fähigkeit hat deine Aura verändert. Überprüfe deine Auren für Vitalität, Macht und Rüstung, um zu sehen, was verändert wurde. Ja, wir haben es ja gesehen. Du kannst ein Objekt namens Gegenmittel
nutzen, um negative Auren zu entfernen. Negative Auren erschweren Kämpfe. Zögere also nicht, sie zu entfernen. So, und zwar wird von hier diesem gesprochen. Wir haben einmal dieses, den Schlüssel und so weiter. Gegenmittel. Zweimal vorhanden. Es wird einem dieser Objekte verbrauchen werden. Jawoll. Aber damit ist die Aura gelöscht quasi. Und wir haben nun kein Minusherz da. Was den Kampf doch ein wenig erleichtert. So, jetzt den grünen hier unten nochmal. Und dann schauen wir mal weiter. Hier können wir noch matchen. Und auch das rote ist sehr toll. So, jetzt haben wir hier schöne Feuersteine und alles. Und wir haben einen Rausch. Oha, oha. Das hat ja richtig gesessen diesmal. Das ist sehr gut. So. Das hat uns schon wieder diese blöde Minus-Aura gegeben. Aber wir haben ein Plus 4 im Angriff. Das ist schon mal sehr, sehr toll. So. Jetzt gucken wir mal, grün wäre bei ihm. Okay, wir haben noch mal eine Flamme. Die nutzen wir doch einfach mal mit diesem schönen Blitzschlag hier. Und damit haben wir den Gegner besiegt. Yay! Ja, und wir steigen langsam und allmählich auf Level 3 auf. Allerdings muss ich leider sagen, endet hier auch die Demo des Ganzen. Und somit auch natürlich das Let's Puzzle. Ja, aber ihr könnt es selber bei Steam oder auch anderen Seiten, wo es das frei runterzuladen gibt als Demo, durchaus gerne selbst ausprobieren. Die ganzen Infos natürlich dazu findet ihr in den Informationen oder Infos des Videos natürlich, wo ich sie euch hinterlege. Also denn, würde ich sagen, danke fürs Interesse, für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, euer Snoobie.